Weil ich bin Solo-Tank, so. Nee, ich meine ja, weil ich jetzt auf den Point gehen muss. Cauterize und. Deswegen spiele ich jetzt Festungsbrecher. Na komm. Big Shield, Big Shield. Erstmal Morten. Fliegender Pfeil. Ah. Drin als du. Weil du Controller-Spieler bist. It's a Controller-Player! Dreckstastaturspieler. Spaß, dafür triffst du mehr als ich. Scheiß Leute. L2, was? Was? Selber. Hast du eigentlich auf der PS4 Black Ops 3? Nein. For real nicht? Das war mal für umsonst? Was? Das war mal für umsonst für PlayStation Plus? Ja, dann war das aber wahrscheinlich da, als ich kein PS Plus hatte. Manu! Ich suche noch Mitspieler, weil ich will die ganzen Easter Eggs bald mal machen aus dem Zombie-Modus. Wie viel kostet das denn? Ich weiß nicht, Black Ops 3 selber? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, also, mittlerweile nur noch 20 Euro oder sowas. Also sehr, sehr wenig im Moment, glaube ich. Also 20 Euro habe ich tatsächlich noch. Ich könnte mir so eine PaySafe gerade holen. Ich müsste mal gucken gleich. Oder weiß das gerade irgendjemand aus dem Chat, wie viel Black Ops 3 gerade kostet? Weil er die Zombie-Maps könnte er ja mit mir spielen. Wenn ich die habe, reicht ja. Glaube ich, hoffe ich. Weiß ich nicht. Schalin ist low. Schalin ist noch fast Hälfte AP. Er war gerade eben low, er war one-hit. Jetzt stirbst du, dankeschön. Dummer Pfeil, Mann. Komm hier, gönn ich dem Fernando ein bisschen Shielding. Ich meine, man muss ja auch mal gönnen. Ja. Ne? Achso, übrigens, was ich sagen kann, ab Donnerstag wird es ungefähr eine Woche lang keine Streams mehr geben, weil ich da eine Woche lang in Hamburg bin. Oha, was machst du in Hamburg? Ich besuche meine Cousins. Der hat gerade sein Abi geschafft. Ich glaube 20 Euro, ja guck mal, 20 Euro dann. Ja, Das könntest du dir denn eventuell leisten. Das wäre nämlich echt cool, weil ich will mir spätestens meinem Geburtstag, heißt 1.7. Hey, hey, da gibt's vielleicht einen Birthday-Stream. Will ich mir die Zombie-Chronik holen und dann alle Zombie-Maps einmal ein bisschen Easter Eggs machen, so ein bisschen, oder halt einfach mal ein bisschen zocken. Bei Black Ops 3 Zombies habe ich früher mal gespielt, mein Account wurde davon, beziehungsweise nicht, einfach nicht gebannt, ich habe ihn leider verloren. Nein, er wurde tatsächlich nicht gebannt. Ich habe ihn tatsächlich verloren, leider. Uff. Ich habe die Daten davon leider verloren. Das ist gleich bei mir, bei gefühlt allen Spielen, Alter. Und, so ein bisschen einfach die Zombie-Maps wieder zocken, weil das hat mir damals Spaß gemacht. Da gibt es ja auch Kino der Untoten. Kino der Toten, meine ich. Kino der Untoten muss los. Gibt es da ja auch. Oder verrückt, dann machen wir bei verrückt Kanalwetten. Das mache ich nämlich bis dahin. Mache ich mal ein Affiliate-Ding fertig. Berät das nochmal mit meinen Eltern. Ich versuche es. Ich versuche es. Ich kann nichts versprechen in der Hinsicht. Wait, kann man nur als Affiliate-Umfragen machen? Nein, man kann es auch vorher, aber nicht mit Kanalpunkten, denn die kriegt man ja erst als Affiliate. Ach so. Und dann will ich das mit den Kanalpunkten-Wetten halt machen. Das ist nämlich echt cool dann. So, zum Beispiel schaffe ich Runde 20, schaffe ich Runde 25, schaffe ich Runde 30 und sowas. Weil, das habe ich gestern bei Reapers gesehen, das hat mich nämlich echt inspiriert. Also geht mal gerne rüber zu Reapers, der ist glaube ich auch gerade im Livestream. Cooler Dude, lass da mal gerne Follow da. Der spielt sehr viele Spiele und ist einfach gefühlt jedem Spiel gut, von daher. Affiliate heißt doch auch, dass man so VIPs für einen Kanal machen kann, oder? Kann ich jetzt schon. Echt? Oder? Ja. Deswegen, ja, ich habe ja ein paar Kollegen von mir. Jan habe ich VIP gemacht. Connor. So ein paar Real Life Leute. Guru ist bei mir VIP. Okay. Ja, aber da hätte ich echt Bock drauf. Und wenn das nicht ist mit den Kanalwetten, ist natürlich schade. Kann ich es ja. Ja, doch. Also, das Ding ist auch, also, Umfragen können ja auch Mods machen. Ne? Also, wenn ja, klar. Aber wenn das nicht mit den Kanalwetten geht, weil ich bis dahin immer noch nicht Affiliate sein darf, wenn meine Eltern sagen, nein, darfst du nicht! Mein Sohn macht nichts kriminell. Weißt du, so ist halt Kacke. So notlege ich ja mir einfach illegalen PayPal. Ich meine natürlich, ich nehme das PayPal-Konto von meinem Onkel.
meinem Onkel Cousin. Mhm. Weg mit dir, Nando. Weg mit dir. Scheiße. Fuck. Fuck, 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 fuck. Schlecht, schlecht. Sorry, ich versuche irgendwie Schaden. Ja, alles gut. Aber alles gut, alles gut. Das will ich auf jeden Fall machen. Und ja, wenn das dann klappt, dann würde ich halt so ein bisschen auch in die so Black Ops 3 Zombies halt. Es gibt halt echt eine schwere Map. Ich weiß gar nicht, ob die verrückt oder so heißt, glaube ich. Ich glaube, die heißt verrückt. Ist halt sehr, sehr schwer. Macht sehr, sehr viel Spaß. Oder auch Eisendrache, ein bisschen Easter Eggs machen. Ist auch ganz lustig. Safe wieder unsichtbar. Das Ding ist eigentlich hätte ich schon das Geld gehabt. Ich wollte mir aber erstmal, also ich lasse mir von einem Kollegen PS Plus gerade scheren. Beziehungsweise hab mir scheren lassen, weil meins halt abgelaufen ist und gerade kein Geld hatte. Deswegen, ich habe mir jetzt erstmal selber PS Plus Gold. Ich könnte mir zwar heute scheren lassen, aber das Ding ist, ich möchte halt gern die ganzen PS Plus Games und die PS Plus Pakete holen. Naja, ist ja understandable. Ja. Kann ich nur mit wegboosten? Also, nein, fuck. Das Ding ist, ich meine zu meiner Mom, ey, kannst du mir 30 auch mitbringen, ich gebe dir das Geld dann nachher. Ja. Sie hat 10 Euro genommen und 20 Euro mir wieder gegeben. What? Weil das mein Geburtstagsgeld war. Ach so. Ach, hattest du Geburtstag letztens, oder wie? Vor 4 Tagen, ja. Oh ja, herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Gar nicht mitbekommen, sorry. Ja, alles gut, ich mache daraus keine große Sache, so. Ja, für mich, bin ich ehrlich, ist das ein Tag wie jeder andere. Ja, irgendwo schon mittlerweile, ne? Früher war da halt so ein bisschen die Magie bei als kleines Kind so, aber jetzt. Ja. Obwohl Magie ist halt auch falsch so. Hat man sich halt noch so dieses andere gefreut so. Ich meine, ich freue mich jetzt auch noch, dass meine Eltern mir was Cooles schenken. Das ist das letzte Jahr, wo sie mir so wirklich was schenken können, weil ich danach halt arbeiten gehe. Und mir more or less halt fast alles selber leisten kann. Das Ding ist, also ich habe den jetzt auch nicht irgendwie krass gefeiert. Das Ding, selbst wenn ich den feiern würde, würde es wahrscheinlich so laufen wie jetzt, wenn ein Kollege vorbeikommt. Keine Ahnung, wird halt größtenteils einfach nur gezockt und fertig so. Ja, und gesoffen, ne? Bei mir ist aber auch immer so beides. Ja, das ist halt nichts Besonderes mehr. Irgendwie. Ja. Meinen letzten Geburtstag habe ich ja schon durchgesoffen, meine Jungs. Vor allem als Kind hattest du immer gefühlt so 10 Leute, jetzt so, keine Ahnung. Jetzt hast du so 3, 4. Ja. Zumindest bei mir so, ich habe 4 Leute, früher immer 10. Ja, weil, zumindest ist bei mir so, ich bin sehr viel kritischer geworden, was so den Freundeskreis angeht. Weil ich halt das Problem habe, so alle Leute, wo ich weiß, die nicht viel Geld haben, die dann immer geiern, sobald ich arbeiten gehe, höre ich auf, mehr oder weniger diesen 100%igen Kontakt mit denen zu führen. Weil ich habe halt einfach keinen Bock, denen jeden Tag irgendeinen Scheißdreck auszuleihen an Geld. Gibt's nicht. Fertig. Ach, der Schalin wird aber auch nur voll geheilt. Halt auf dich, Stavis. Nein! Das war so eine schlechte Ult von mir, what the fuck? Hast daneben geult? Nein, aber ich wollte den Nando treffen und hab's nicht getan. Ach, die Stavis war so low! Wo waren die? Stavis, du bist so. Ach, die war die Cassie hat sie, die Cassie hat sie. Okay. OG, nee, hat sie nicht, hä? Ich hab gegen den Corvus, gegen die Ceres und den Shalin gleichzeitig gefightet. Shalin und Corvus geholt, aber Ceres entkommt natürlich. Ja, die Ceres ist sehr, sehr nervig. Die spielt zwar gut, aber die ist sehr, sehr nervig halt. Spielen die eigentlich Stun? Ne. Dead. Try to guess my name. Moin. Entschuldiger Name. Ich glaub, sein Name ist. Ganz kritisch, Digga, ganz kritisch. Ich bring sonst wieder einen peinlichen Joke und dann ist Stille, deswegen halte ich einfach mein Maul und spiel weiter. Sehr gut. Sehr gut. Schöner Dash. Naja. Ich weiß es nicht, hat der irgendwas gesaved? Ich benutze einfach über meine Attacken, wenn ich sie habe. Moin. Deswegen kommt bei mir auch sehr viel Schmutz durch die Gegend, aber naja. Ah, Dankeschön auf jeden Fall. Dann musst du jetzt Rasen mähen. So. Ah, hä? Ach so, stimmt ja.
Schilde darf ich ja. Tschüss. Ach, das war unsere Zelle, ist die Gold, dachte ich. Ja, das war unsere. Ich hab auch erst gedacht, oh nein, bitte nicht, aber. Go, haben wir Schalim. Der arme Drogos. Was ist denn passiert? Ich habe ihn einfach getötet, wo er hinter der Wand war, weil meine Waffe ja also diesen minimalen Explosionsschaden hat. Jo. Bleib mal. Ja. Das muss ich sagen, finde ich lächerlich, dass ich als Shalin, wenn ich unsichtbar bin, von Cerys Ult gezogen werde. Wirst du als Dingern auch, als Sky. Von ja, daher. Finde ich nicht sympathisch. Cerys, danke für die Heilung. Perfekt. Egal, wir holen das im letzten Push. Niemals, wir holen das jetzt! Corvus, ja, Corvus hat wegsportet. Ach, ich. Ach, Digga, das ist Bot Aim. Ich hätte den Schalling gerade so easy töten können. Let's go, Schalling tot. Piss dich mal, Nando. Nando, das muss doch jetzt wirklich. Also, das muss doch jetzt nun wirklich nicht sein. Sarah ist low, let's go. Bin, glaube ich, gleich tot. Nee, Sarah ist tot. GG's. Let's go. Was zockst du so? Ich zock alles querbeet. Sorry, dass ich das so spät vorgelesen habe, war gerade relativ spät der Point Fight. Ich zock so Paladins, ich habe aber auch kein Problem damit, wenn ich habe auch auf PlayStation ein paar Kollegen, die gerne Overwatch spielen, und dann zock ich auch mal eine Runde Overwatch mit denen. Ich zock im Moment Fortnite rettet die Welt ganz gerne. Ja, was zockt noch so? Ich zock sehr viel COD im Moment, da habe ich sehr viel Spaß dran unter anderem. Heilung. Ja, so alles bisschen querbeet. Was noch? So Uno Online, so ein bisschen Story Games, so Borderlands. Habe ich sehr viel Spaß dran. Hast du Uno schon mal gestreamt? Ja, früher. Früher, lul. Wo ich das neu hatte, habe ich das irgendwie einen Tag später mal gestreamt. Okay, also keine Ahnung, ein Freund von mir hat sich das. Also, das ist auch der, der mir chat. Ich könnte mir das holen. Wäre an sich ganz lustig mal so, ne? So ein bisschen Uno Online Stream wieder, das wäre eigentlich ganz lustig. Ich habe Uno so lange nicht mehr gespielt. Ich letztes Weihnachten, weil meine Oma hier war und die das ganz gerne spielt, haben wir mal ein paar Runden mit der gemacht. Aber sonst habe ich das auch schon lange nicht mehr gespielt. Drogos, was willst du von mir? Geh mal weg. Wir müssen casually groupen und backupen. So ein hässlicher, der Typ. Ich muss sagen, ich habe mich mal mit Charlene jetzt ein bisschen eingespielt. Das ist doch schon mal sehr gut. Das war deine zweite Runde und du wirst ihn danach nicht wieder spielen müssen, aber ist doch schon mal sehr gut. Ich meine, okay, kann daran liegen, dass die Gegner jetzt auch nicht gerade übelst krass sind. Also die sind jetzt nicht wie die letzten. Ja, die klatschen uns halt nicht 4-0 weg, aber an sich sind sie nicht so schlecht, ne? Cerys, Arschloch. Nette Frau. Das war nur Spaß, nur Spaß. Nur Spaß, nur Spaß. Keine Ahnung, was ernst ist. Biete kein Bann. Bieter, Bieter. Fuck. Oh. Nein, er ist genau in mein Dash reingeflogen. Ah, ich hab nicht mitbekommen, dass der Bull da zum Hitch auf den geschossen. Alles gut. Da müssen wir nun mal noch einen. Oh. Ich komme, ich habe Master Riding 2, ich bin recht schnell, nur noch kurz überleben. Leichter. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt natürlich äußerst schlecht. Das ist sehr unangenehm. Das ist sehr unangenehm sogar. Das ist jetzt natürlich äußerst schlecht gewesen. Was? Ein Tipp, wenn du dich zurückziehst, platziere dein Schild falsch herum, dann geht es mit dir unter. True. 4 Millionen. True. Danke dir. Das ist echt ein guter Tipp, what the fuck? Und das sieht man sogar in der Chatbox. An alle auf YouTube nachmachen.
Wenn ihr es noch nicht tut. Ich bin schlecht, ich weiß, tut mir leid. Ich spiele Ash sowieso nicht, bin ich ehrlich. Also kann sein, dass sie stark ist, aber ich bin... Es ist auch nicht so wirklich mein Main Tank. Ich meine, ich habe es jetzt nach der Runde Level 10, okay, so ein bisschen gespielt habe ich sie, aber halt nicht viel. Ich habe die, glaube ich, auch auf 11. Ich habe die halt früher sehr viel gespielt. Ja, und du wirst die halt hochspielen für die für den Titel, denke ich mal, wenn du weitermachst, ne? Aber sonst... Ja, also generell werde ich irgendwie... Oder hast du aufgehört, den auf Titel zu grinden? Was? Ich habe heute nein. Ich habe heute Morgen im Stream Dingern durchgespielt. Lego Star Wars ist der wachende Macht. Oha. Nice. Zwar nicht auf Platin, aber erst mal durchgespielt. Das war die Hauptsache. Eventuell später nochmal Platin, aber habe ich jetzt gerade keinen Nerv zu. Fuck. Da schon 105 Schüsse bei ihm. Was ist? Ja, Chanel hat gerade 5 Schüsse auf mich veraimt. Oh fuck, ich hab gehofft, der kommt um die Ecke. Ich hab grad auch 5 Schüsse veraimt. Ah. Ja, keine Chance. Also, wenn du kein Aim hast und dann auch noch nichts triffst, dann hast du verloren. Hä? Was ist denn? Irgendwie Lost in Space? Darf ich nach der Runde Power und mitzocken? Easy, easy. Kein Problem. Schreib mir deinen Endgame-Namen rein und dann, wirklich kann ich dich enden? Oder du addest mich jetzt Dark Wolf 0107 ist ja recht easy. D groß, W groß. Wer ist gerade AFK von uns? Ich hab Overtime wild. Wild. GG's. Das war's mit Shalin. Jetzt muss ich den Jungen nicht mehr spielen. Ah. Da. Oh Gott. So. Das war actually gar nicht mal so schlecht. Tschüss.